Für die richtige produktive Arbeit 16 Stunden am Tag, überhaupt nicht mehr müde. Scheiß auf Kaffee. Jetzt um 3 Uhr morgens ist der perfekte Zeitpunkt, um 1000 Tomatensamen auszusehen. Pflanze ausgesät am Montag mit Eigenspeichelung, damit sie die wertvollen Informationen von mir bekommen, damit sie noch besser wachsen können. Weiß nicht, ob man deshalb nochmal zusätzlich 1, 2 Euro mehr pro Pflanze verlangen könnte. Nee, was wäre denn das für ein geiler Traum für so konventionelle Landwirte, die ihre Böden komplett ausgelaugt haben und jetzt müssen sie einfach noch ein paar Kupferkabel durchjagen, noch ein paar weitere Elektrokulturelemente und auf einmal haben sie ein massives, großes Wachstum ohne Pflanzenschutzmittel, ohne zusätzliche Dünger. Wäre doch genial. Und dann haben wir noch solche Grünschnäbel wie mich, die zum Beispiel den Begriff Permakultur marketingtechnisch für ihren YouTube-Kanal, für ihren Projekt einsetzen, um halt hier bessere Verkäufe zu generieren. Und egal in welcher Sparte du dich befindest, im Internet, besonders bei Facebook-Gruppen, wirst du mit Scheiße beschmissen, weil immer irgendjemand eine andere und eine bessere Sichtweise als du hat, vielleicht auch gar nicht versteht, was du überhaupt meinst, die Kommunikation sowieso vollkommen schlecht ist und das einfach nur ein riesen Rattenloch ist. Was stellst du dir unter einem Gärtner vor? Vielleicht ein Rentner, der fröhlich und ausgeglichen seinen Garten kultiviert, mit Zierpflanzen, mit Blühpflanzen und auch sein Gemüsebeet pflegt. Abstrakt, tiefenentspannte Menschen, die in der frischen Luft und Sonne sich mit der Natur beschäftigen und dabei so viel positive Energie ausstrahlen, dass sie sogar auf der Toilette von innen leuchten. Es ist einfach so passiert, ich habe Licht gekackt. Erleuchtet zu sein ist kein bisschen krass. Das könnte perfekt von einem Disney-Film kommen. Die Realität schaut ein bisschen anders aus, denn die Gartenwelt, die Menschen, die sich damit beschäftigen, ist so unterschiedlich und verrückt, wie man sich das überhaupt gar nicht vorstellen kann. Vor allem in Social-Media-Gruppen kann es noch sehr toxisch und anstrengend werden, weil dann so viele unterschiedliche Sichtweisen aufeinander klatschen und die Leute überhaupt nicht kommunizieren können. Am liebsten sind diejenigen, die meinen, die hätten die Weisheit mit Löffel gefressen und sie dir dann unter die Nase reiben. Ich reib dir den Führerschein nicht unter die Nase. So reibt man jemandem den Führerschein unter die Nase. Es gibt so viele Charaktere wie in Super Smash Bros. Also lehn dich mal zurück, hol mal den Pop-Mais aus dem Regal raus. Das Video wird ein bisschen länger gehen. Bis dahin hast du dein eigenes Popcorn schon gemacht. Fangen wir mit dem klassischen Hausgärtner an. 1 bis 2 Hochbeete, kleines Gewächshäuschen und ein Tomatenhaus und ein Rasen, der auch hoch und heilig ist, der auch schön akkurat gepflegt wird und alles schön gerade ist. Bis auch bei dem einen Sommer, wenn es dann wieder zu heiß wird, es überhaupt nicht mehr regnet und du dann gefühlt eine Sahara-Wüste dann da hast. Nicht zu vergessen, vielleicht die ein oder andere Blühecke, aber dieser Garten dient halt mehr als Ablenkung vom Arbeitsalltag, um einfach mal runterzukommen und zu entspannen und nach der Arbeit so 1-2 Stunden im Garten in der Natur ein bisschen abzuschalten. Nichts Außergewöhnliches, sondern einfach nur tranquilo. Ich führe jetzt Danisch ein. Nicht zu verwechseln mit Dänisch. Das ist dann die Mehrzahl. Etwas mehr abgespeckter von der Arbeit für die Leute, die dann doch nicht so viel Zeit übrig haben und weniger Lust auf Gartenarbeit haben, aber trotzdem einen Garten haben möchten, sind zum Beispiel Steingärten. Nicht zu verwechseln mit Schottergärten. Steingärten hat man da spezielle Pflanzen, die man da auch reinsetzen möchte. Bei Schottergärten ist dann halt dann der Großteil halt mehr Schotter und Grausachen. Beide werden sehr gerne in einen Topf geschmissen. Verursacht halt auch immer wieder auf Social Media toxische Diskussionen, die kann man sich gar nicht vorstellen, haben die Leute dann überhaupt gar keinen Bock mehr, irgendwelche Bilder dazu zu posten, weil die Kommentarfunktion wird dann richtig lang und Junge, da nehmen sich Leute mal zum Teil Sachen raus, die sind schon richtig heftig. Und mein Liebling ist doch mal, wenn du einen Schottergarten hast und dann wegen Corona, Inflation, Ukraine, die ganzen Krisen, die wir haben, dann mal feststellst, okay, vielleicht könnte ich meinen Garten doch nutzbar machen und in diesem Schottergarten werden dann Obstbäume und Tomatenpflanzen kultiviert und die schauen im Sommer komplett fürchterlich aus. Da tun mir die Bäume schon manchmal leid. Die schreien förmlich nach Wasser und Kühlung. Ich brauch das! Bis dann Nestle kommt und du dann deine Seele verkaufst. Okay, wenn du halt zum Beispiel einen Steingarten oder einen Schottergarten hast, hast du ohnehin schon deine Seele verkauft. Das ist bei sehr vielen Gemüsegärtnern zum Beispiel, die jetzt vielleicht ein bisschen mehr als einen Kleingarten haben, sondern ihren Garten mehr als Nutzgarten etablieren möchten, die vielleicht ein bisschen größeres Gewächshaus haben, neben den 2 Hochbeeten noch Freilandbeete in verschiedenen Variationen dann noch aufstellen.
Hügelbeete zum Beispiel, wenn es in Richtung Permakultur geht, eigenen Kompost aufsetzen. Das heißt, ein bisschen größer das Ganze skalieren, Topfbewässerung haben, ernten auch, um zum Beispiel einen kleinen Vorrat mit aufzubauen. Das heißt, das Ganze wird jetzt auch ein bisschen größer. Vielleicht eine kleine Streuobstwiese und ein, zwei Hühner für die Eier. Und je größer das wird, desto mehr geht es dann vielleicht auch noch in die Richtung des Selbstversorgers. Wenn du mal 5, 6, 7, 8, 9.000 Quadratmeter zur Verfügung hast, vielleicht glaube ich auch einen Hektar, und dann das ein bisschen größeren Rahmen aufsetzen, du auch schon mehrere Tonnen vielleicht ernten kannst, wo du dir dann daraus aus deinem Fulltime-Job von einem Selbstversorgerleben dann auch dir richtig große Vorratskeller einrichtest, wo du dann gefühlt 1000 Gläser reinstecken kannst und dann da eine ganze Großfamilie mit versorgen kann. Die 5 Gefriertruhen, das ganze Fleisch noch irgendwie richtig zu lagern und auch ein bisschen Suppengemüse, und das natürlich auch alles betrieben mit den eigenen Photovoltaikpanelen. Grenzen von einem Selbstversorger und einem Prepper sind ziemlich klein, ineinander verwoben. Du erkennst dann meistens einen Prepper daran, aufgrund seiner politischen Haltung, die er dir dann irgendwie unter die Nase reibt. Bei allen möglichen Themen natürlich auch die komplette Übertreibung damit reinspielt und du dir denkst, okay, der bereitet sich auf den großen Knall, auf die Krise vor und hat dann hier seinen eigenen gefühlten Bunker irgendwo versteckt. Natürlich sagt er den jetzt nicht so, sonst kommen wir noch entsprechende Plünderungen. Ich bock mir das nur schnell. Der Prepper sehr schlau, natürlich auf dem Land, da hat er die größten Überlebenschancen, und deshalb beneidet er auch überhaupt gar keine Städter, die vielleicht nur einen Balkon zur Verfügung haben. Die versuchen dann natürlich das Bestmögliche aus ihrer Situation rauszubekommen, haben ein paar Kübelkästen, vielleicht noch ein paar Balkonkästen und versuchen dort Blumen für die Wildbienen anzusetzen. Obst und Gemüse in allen verschiedenen Variationen mit anzubauen, was auch durchaus möglich ist, was da auch eine eigene Facebook-Gruppe zum Balkongärtnern gibt. Erstmal Grüße dahin, eine gute Kollegin, macht sehr schöne Beiträge, sehr inspirierend, und man kann im Balkon den auch wirklich super begrünen. Wenn du jetzt auch nur einen französischen Balkon zur Verfügung hast und denkst so, ich möchte trotzdem irgendwie anbauen, gibt halt mal die Möglichkeit, vielleicht eigene Sprossen zu ziehen. Das kann man auch sehr gut machen. Eigenes Weizengras, das ich zum Beispiel auch gemacht zum Entsaften. Super Stichwort. Entsaften. Kleine Unterbrechung für den Sponsor des heutigen Videos, und zwar geht es um den Angel Juicer, den Entsafter, den ich schon seit 7 Jahren täglich bei mir im Einsatz habe, um frische, gesunde, nährstoffreiche und vitalisierende Gemüsesäfte zu pressen. Für mich sind die schonend kaltgepressten Säfte ein wichtiger Bestandteil in meiner Ernährung. Ich möchte sie gar nicht mehr missen. Sind so hydrierend, lecker und für mich ein Must-Have für all die Menschen, die sich gesund, bewusst ernähren möchten. Du kannst wunderbare, vitalstoffreiche Säfte kreieren. Grüne Säfte, Karotten, Sellerie, alles was etwas härter ist, eignet sich wunderbar, um mit dem Angel Juicer zu entsaften. Sehr hohe Saftausbeute und Interesse kannst du dann zum Beispiel auch bei dir im Garten nutzen als Schneckenablenkung, oder du kannst dann daraus Brotcracker machen, indem du sie in den Dörrautomaten zum Beispiel steckst oder bei dir im Salat ein bisschen rumstreust. Über den Link in meiner Videobeschreibung kommt ihr zu meinem Entsafter, 10 Jahre Garantie, und wenn ihr den Code PEACE bei eurer Bestellung mit eingibt, bekommt ihr noch zusätzlich Trinkflaschen. Oder du hast ein bisschen mehr Raum zur Verfügung, machst ein ganzes Hobby draus und kannst dir auch solche Pflanztower holen, die ja dann komplett mit Aquaponik arbeiten. Kannst es dann auch noch ein bisschen erweitern mit speziellen Röhren, wo du die Pflanzen reinsetzen kannst, und dann kannst du den ganzen Kreislauf etablieren, wo du auch zum Beispiel Fische wie Kois mit züchten kannst und die dann deine Pflanzen noch zusätzlich düngen. Alles einen schönen Kreislauf, wo du dann das ganze Jahr über bei dir indoor in der Stadt dein eigenes Obst und Gemüse anbauen kannst. Selbstverständlich ausgestattet mit den entsprechenden Pflanzlichtern, dass man vielleicht auch nebenbei auch noch seinen eigenen Brokkoli für seinen Rausch mit anbauen kann. Da gibt es ja auch genug Spezialisten. Profiliga ist dann, wenn man vom Brokkoli hin zur Coca-Pflanze dann auch geht. Für die richtige produktive Arbeit, 16 Stunden am Tag, überhaupt nicht mehr müde, scheiß auf Kaffee. Rechts oder links, rechts oder links, rechts oder links, rechts oder links, mir doch egal, Hauptsache Vollgas! Dieser Indoor-Anbau setzt ja sehr viel auf Technik, und dann gibt es noch Leute, die dann neben Indoor vielleicht auch draußen alles automatisieren möchten mit ihrer Technik, alles mit ihren Apps erfassen müssen und dann auch per App dann auch wissen, wann sie denn ihre Pflanzen zu gießen haben. Die möchten sich ihre Hände nicht schmutzig lassen, sondern möchten über alles mögliche Daten haben, um halt hier entsprechende kluge Entscheidungen treffen zu können. Machen auch Bodenanalyse. Alle Daten müssen erfasst werden, daraus Informationen zu generieren und entsprechende Entscheidungen zu treffen. Natürlich alles
kontrollierbar über Smartphone oder über den Laptop. Auf der anderen Seite für viele Menschen das blanke Horrorszenario, dass zu viel Technik in der Natur mit integriert wird. In der heutigen Zeit von KI, Digitalisierung des gläsernen Menschen wollen die Leute auch irgendwann nichts mehr mit der Technik zu tun haben, flüchten sich dann in die Natur, denn früher hat es ja auch funktioniert, und dann wollen diese Leute nichts mehr mit Technik zu tun haben und einfach alles selber machen, auf ihre Instinkte hören. Um zu überprüfen, ob die Pflanzen bald gegossen werden, steckt man auch die eigenen Finger mit in die Erde rein, macht sich gerne seine Hände auch schmutzig, leckt vielleicht noch an dem Kot, um zu wissen, welche Nährstoffe da überhaupt alles drin sind, oder vielleicht, wenn man Nutztiere hat, um zu erahnen, welche Krankheiten dann auf einen zukommen können, und über 100 Meter Entfernung auch schon einen Lausbefall an einem Blatt, an einer Pflanze auch schon zu entdecken, um auch gleich dann gegen Maßnahmen zu ergreifen, Vögel anhand ihres Gesangs auch schon zu identifizieren zu können. Nicht nur bei Vögeln, sondern bei allen Tieren, egal wo es rauscht, kann man sofort alles feststellen, selbst an die Fußabdrücke dann eben in der Natur, wie die Amish People oder unsere Ahnen vor sehr langer Zeit, unsere Ur-Ur-Urgroßeltern, die ja früher ein geiles Leben hatten. Früher war natürlich auch alles besser, und man beschafft sich da auch dementsprechende ältere Literatur, nimmt da entsprechend auch viele Sachen dort auf die Goldwaage, bis man dann vielleicht zu viele Sachen auf die Goldwaage legt und dann in den esoterischen Bereich abdriftet. Unsere Vorfahren wussten noch, wie man mit der Natur umgeht, wussten einfach, wie man lebt. Die waren einfach naturverbunden und sind auch nicht komplett hirnverbrannt und meinen, die Milch kommt aus dem Supermarkt von einer lila Kuh. Die Zitzen damals wurden noch selbst angefasst in einem Tante-Emma-Laden. Um seinen Ahnen den nötigen Respekt zu geben, wird natürlich auch die ältere Literatur ausgegraben, wo es dann auch schnell mal dazu übergeht, dass man dann zu viele Sachen auf die Goldwaage legt und man auch sehr schnell in den esoterischen Bereich abdriftet, und es auch dann sein kann, dass man dann auf voller Motivation wie deine Ur-Ur-Urgroßeltern sämtliche Strapazen auf sich nehmen möchte und dann mal anfängt, nach dem Mondkalender zu gärtnern und dann sich denkt, okay, jetzt um 3 Uhr morgens ist der perfekte Zeitpunkt, um 1000 Tomatensamen auszusehen. Oh Kinder, 3 Uhr morgens! War jetzt gerade der perfekte Fruchttag ist, und eine Stunde später ist eine Ellipse mit dem Mars im Steinbock und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Dann ist nicht mehr eine optimale Pflanzzeit. Weiteres höheres Level ist dann, wenn du versuchst, die ganzen Samen auch einzuspeicheln, damit sie Informationen von deinem Körper und von dir als Menschen bekommen, damit sie auch auf deinen Bedürfnissen von deinem Körper perfekt wachsen können und damit sie dich auch kennenlernen. Das ist besonders, weil ich es ja auch selbst ausprobiert habe, das wird dann auch komplett anstrengend, wenn du so viele Aussorten machen musst und dann das alles unter Sorten unterscheiden möchtest. Vertrau mir, ich habe das Ganze alles auch schon gemacht. Hat bei mir stundenlang gedauert, nochmal zusätzlichen Stress verursacht, und wenn du halt nach Mondkalender Gärtners oder diesen Tipp, den man aus Anastasia-Büchern gerne mit den Samen einspeichelt, davon kannst du auch nicht komischerweise mehr verlangen, weil was soll ich denn auf das Preisschild da hinschreiben für den Tomaten? Tomaten gesät am Fruchttag so und so. Da kannst du schlecht irgendwie mehr verlangen. Schaut irgendwie komisch aus. Was soll ich denn auf das Preisschild und auf die Beschreibungen hinschreiben? Pflanze ausgesät am Montag mit Eigengespeichelung, damit sie die wertvollen Informationen von mir bekommen, damit sie noch besser wachsen können. Weiß nicht, ob man deshalb nochmal zusätzlich 1-2 Euro mehr pro Pflanze verlangen könnte, ob da darauf die Leute noch irgendwie einspringen würden. Anastasia-Bücher, auch sehr gutes Stichwort. Wenn du dann dich weiter mit der ganzen Thematik in den ersten Büchern beschäftigst und du dann denkst so, ich hätte auch gerne einen eigenen Hektar, würde gerne in die Natur leben, so als Aussteiger, und du vielleicht dann auch nicht berücksichtigst, dass du vielleicht draußen in der Natur dann millionenfach Mücken ausgesetzt bist und das eine halbe Jahr irgendwie in Kälte, Matsch und Nässe rumgurkst. Okay, immer diese romantische Welt, die sich die Leute vorstellen, wer es halt gerne haben möchte. Dieses Opfer wird genüsslich eingegangen, denn das System ist ja böse, möchte dich nur ausbeuten, versklaven, und aus dem möchtest du natürlich auch aussteigen. Schließlich möchte man dich nur knechten, die Lebensmittel verseuchen und dich zu einem Arbeits-Zombie-Sklaven machen, à la Idiocracy. Angenommen, Sie haben einen Eimer, der 7 Liter fasst, und einen zweiten, der 35 Liter fasst. Wie viele Eimer haben Sie dann? 2? Weil du schon in höheren Bewusstseinsebenen rumspukst, kannst du dann schnell kommen, dass du dich dann mit Elektrokultur und auch mit der Energiekultur beschäftigst. Das heißt, das Pflanzenwachstum durch Magnetismus, durch Kupferkabel, durch deine Präsenz, durch Energien
die von irgendwo herkommen, dann die Pflanzen nochmal zusätzlich besser wachsen. Vielleicht auch nochmal dazu kommst, dir spezielle Cloudbuster und Aragoniten zu besorgen und dabei ein ganzes Monatsgehalt rauszublättern. Okay, gut. Und dadurch deine Pflanzen und deine Umgebung harmonisierst und das Pflanzenwachstum nochmal zusätzlich verbesserst. Anscheinende riesengroßen Ernten möglich, aber vom Bösensystem unten gehalten. Vertuschtes Wissen, obwohl das in diesem kapitalistischen System ein riesen Burner wäre, da würden bestimmt die ganzen großen Konzerne drauf anspringen und das große Geld riechen bei solchen Erträgen. Und wenig Arbeitsaufwand, ne? Was wäre denn das für ein geiler Traum für so konventionelle Landwirte, die ihre Böden komplett ausgelaugt haben und jetzt müssen sie einfach nur ein paar Kupferkabel durchjagen, noch ein paar weitere Elektrokulturelemente und auf einmal haben sie ein massives, großes Wachstum ohne Pflanzenschutzmittel, ohne zusätzliche Dünger. Wäre doch genial. Die würden ja die fette Kohle dabei riechen. Genauso wie der kleine Market Gardener, der vielleicht im kleineren Rahmen versucht, für den Markt oder auch für den Direktverkauf in der solidarischen Landwirtschaft versucht, bisschen regional und saisonal für Leute anzubauen. Dabei werden sehr viele biologische Elemente mit eingesetzt, teilweise auch Permakulturelemente, wozu wir dann auch später kommen. Der Permakulturbereich ist sehr wild. Und das alles nur, um die Gudrun von nebenan zu befriedigen, die dann auf Social Media damit rumprallen kann, was denn sie für regionale und saisonale wunderbare Produkte bekommt und auch gleich wieder einen Anlass hat, um gegen andere Leute zu hetzen, die auch vielleicht noch fertig zu machen, was sie denn für einen unsäglichen CO2-Fußabdruck haben und wie umweltfreundlich und bewusst sie lebt und ernährt. Mit solchen treuen Kunden lässt sich auch sehr gut Geld verdienen. Aber das ist natürlich nicht das Ziel von den naturverbundenen Menschen, die die Technokratie absagen und Geld als satanisch betrachten. Jeder Einzelne soll seinen Beitrag zur Gesellschaft und Natur leisten, das unentgeltlich, und bekommt genau das, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Zwar geht das Ganze in eine kommunistische Richtung, aber dennoch wird es dann doch ziemlich schnell geleugnet. Dennoch, die Natur heilt all unsere Probleme. Deshalb müssen wir uns auch um die Natur kümmern und kommen auch gleich zur Permakultur, die sich mittlerweile in so viele Subgruppen aufgeteilt hat. Ich glaube, damit hätte Bill Mollison überhaupt nicht gerecht. Angefangen mit den naiven Menschen, die einfach die Natur walten lassen möchten, nicht eingreifen vom Menschen, sondern die Natur einfach so wachsen lassen, wie sie ist. Das machen sie gute 1, 2, 3 Jahre, bis sie dann feststellen, der Garten ist komplett überwuchert und zwar von Brennnessel, Giersch, vielleicht noch vom japanischen Knöterich. Die kommen überhaupt nicht mehr durch die Tür. Die haben sozusagen gefühlt einen Jahresvorrat von Brennnesselspinat. Um durch diesen Urwald ein bisschen durchzukommen, kann die Machete helfen, vielleicht auch noch später die Tiere, die sich dann auch mal ein bisschen drum kümmern und pflegen, aber nicht mit den bio-veganen Gärtnern, die sämtliche Nutztierhaltung verabscheuen, selbst auch das Einbringen von Mist ein No-Go ist, geht auch alles ohne. Die Tiere sollten für solche Sklavenarbeiten nicht ausgenutzt werden, schließlich haben sie ja auch Gefühle. Nicht nur tierleidfrei soll der Garten gestaltet werden, sondern natürlich auch ein Lebensraum und eine Fülle, was du auch unter anderem mit einem Hortusgarten bewerkstelligen kannst, der sich in drei Teile aufteilt. Die Ertragszone für zum Beispiel deinen Obst- und Gemüseanbau, die Pufferzone und die Hotspotszone. Ich bitte um Entschuldigung, wir sind natürlich hier in Deutschland. Die heiße Stelle Zone. Auf Bayerisch habe ich keinen Plan, wie das heißen würde. Hortus Prinzip an sich richtet sich mehr auf so Hausgärten. Du kannst natürlich auch eine Nummer größer haben, wenn du jetzt mal ein bisschen mehr für Lebensräume, Natur, Artenvielfalt machen möchtest, in Form zum Beispiel von einem Dauerwald. Wir haben hier Fichtenmonokulturen, sind keine richtigen Wälder. Wäre vielleicht mal ein bisschen besser, richtige Wälder mit aufzubauen, die vielleicht weil das Wasser besser aufsammeln können, da wo das nicht so starken Überflutungen deshalb dann kommen, weil keine richtige Mulchschicht da ist, die Bäume nicht tiefgründig im Boden durchwurzeln können und so weiter und so fort. Falls du ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung hast und der Dauerwald jetzt nicht so deine Lösung ist, sondern du dann doch mehr auch was zwischen die Zähne haben möchtest, gut, kannst du auch einen Food Forest mit aufbauen, wo dann noch viele verschiedene Obstbäume damit reinsetzt, damit du das Ganze ja ernten kannst. Einen schönen Garten Eden etablieren mit mehr als 1000 essbaren Pflanzen, wo du dann mit der Zeit eigentlich gar nichts mehr machen kannst, sondern dich einfach zurücklehnen kannst und einfach die Kräuter, die Pflanzen, das Obst und Gemüse genießen kannst. Und dann haben wir noch solche Grünschnäbel wie mich, die zum Beispiel den Begriff Permakultur marketingtechnisch für ihren YouTube-Kanal, für ihren Projekt einsetzen, um halt hier bessere Verkäufe zu generieren. Hört sich gut an und man kann sich auch abheben. Und egal in welcher Sparte du dich befindest, im Internet, besonders bei Facebook-Gruppen,
wirst du mit Scheiße beschmissen, weil immer irgendjemand eine andere und eine bessere Sichtweise als du hat, vielleicht auch gar nicht versteht, was du überhaupt meinst, die Kommunikation sowieso vollkommen schlecht ist und das einfach nur ein riesen Rattenloch ist. Bei manchen glaube ich wirklich, dass für die dann der dritte Weltkrieg beginnt. Jeder weiß alles besser, tut er auch ungefragt seine Meinung um die Ohren hauen, tut er noch irgendwelche Sachen mit reininterpretieren, obwohl ihm wertvolle Informationen fehlen. Und wenn du dann irgendwie eine Kritik abbekommst oder berichtigt wirst, dann fängt die ganze Scheiße an, dass die Leute dann noch mehr ausrasten und dann emotional und persönlich werden. Wo es mich dann auch wirklich nicht wundert, dass man deshalb auch Leute gleich abschreckt, überhaupt mit dem Garten anzufangen, weil die Messlatte gleich so hoch ist, dass man sofort alles perfekt macht. Weil man könnte ja irgendwie Tiere damit schaden, die Artenvielfalt irgendwie damit schaden, der Natur an sich schaden. Oder es ist einfach nur doch komplett toxisch. Und was mich auch wirklich wundert, ist, wenn man dann Außenstehende fragt, die sich vielleicht nicht mit der Gruppe Gärtner auseinandersetzt oder auch mit der Community an sich, dass sie sagen, das ist die harmonischste und netteste Gruppe überhaupt. Gibt's, ja, natürlich, ist jetzt nicht ganz so toxisch wie andere, zum Beispiel hier auf YouTube, aber auf Facebook, oh Junge, ey. Wenn da mal zum Beispiel die Boomer losgehen, da hast du ja echt verloren. Da werden dann die Diskussionen genauso penetrant geführt wie zum Beispiel bei Linken und dann sich da auch zwei Gärtner eine unterschiedliche Meinung haben und dadurch drei neue Splittergruppen bilden. Bei solchen Gruppen, wo dann Hunderttausende von Leuten drin sind, weiß ich ganz genau, dass der Beruf des Therapeuten bis in die Ewigkeit hinweg Job haben wird. Wo siehst du dich und habe ich irgendeine Splittergruppe vergessen? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Eine Gruppe habe ich vergessen und zwar die Samenschleuder natürlich. Erstmal schamlos Werbung für meinen Merch machen, weil die Natur muss mal wieder grüner werden. Und dafür, dass so viel Hass in den Gartengruppen zu finden ist, ja, wir haben alle ein Ziel hier. Natur begrünen. Wir haben alle ein Ziel. Wir haben alle ein Ziel. Kokain anbauen.